Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gesellschaftsbarometer. Ist der kritische Journalismus in Deutschland auf dem Rückzug? Dazu habe ich heute als Gast in mein Studio Werner Rügemer eingeladen. Dankeschön, Werner, dass du aus Köln zu uns gekommen bist, hier nach Kaiserslautern. Und über dieses Thema möchte ich mit dir sprechen in der nächsten Stunde. Du hast Literaturwissenschaft studiert, du hast Philosophie und Ökonomie studiert in verschiedenen Städten, sowohl in München als auch in Tübingen, in Berlin und auch in Paris, vor dem Bachelor und vor dem Master. Ja, und du bist das, was ich einen durchaus kritischen Journalisten nennen würde. Wir können uns darüber unterhalten, was das ausmacht. Und ja, du hattest sogar etliche Gerichtsverfahren aufgrund deiner Arbeit. Ja, und das will ich heute unserem Publikum etwas näher bringen, weil es geistert ja so die Metapher, sage ich jetzt mal, von der Lügenpresse und überhaupt. Also Presse ist im Moment ein viel diskutiertes Thema und deswegen unterhalten wir uns auch darüber. Wie bist du denn zum Journalismus gekommen? Was hat dich denn bewegt, dich da zu tummeln in diesem Feld? Das hat sich natürlich schrittweise entwickelt. Also ich habe jetzt nicht als Redakteur einer Schülerzeitung angefangen, das nicht. Aber ne, wie viele. Ja. Ein wichtiger Auslöser waren in den 1980er Jahren meine Besuche in den USA. Mhm. Das war für mich sozusagen ein natürlich unbekanntes Land, aber damals kamen eben ganz wichtige Impulse nach Deutschland und Europa. Mhm. Und ein Punkt, wo ich eingehakt habe, wo ich gefragt habe, stimmt das, was uns da erzählt wird? Nämlich, das war Anfang der 1980er Jahre die neuen Technologien aus dem Silicon Valley. Ah ja. Mhm. Hightech und Computer und Chips und so weiter. Mhm. Und da gab es dann in Nachahmung in Deutschland, in der Wirtschaft, bei Unternehmen, auch bei der Bundesregierung. Ich erinnere mich sehr gut, irgendwie so eine große Rede des damaligen Außenministers Genscher vor der Arbeitgeberversammlung, Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber. Ne, die sauberen Technologien aus Kalifornien, aus dem Silicon Valley. Ich sag's nur noch mal für unser jüngeres Publikum: Genscher gehörte der FDP an. Ja, das war ein FDP-Mitglied und Außenminister damals in der Bundesregierung und der eben Werbung gemacht hat für die neuen, sauberen Technologien. Ne, da kommt kein Ruß oben aus den Fabrikschloten raus und das ist alles viel sauberer und moderner und schneller und besser und schöner und so weiter und die Arbeit wird leichter und so. Mhm. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Okay. Ja? Mhm. Und habe mir dann bei meinem damaligen Arbeitgeber, einem Verlag, meinen ganzen Jahresurlaub zusammengenommen, 6 Wochen, und bin durch Kalifornien und Silicon Valley gereist. Mhm. Und habe mit Beschäftigten, mit Bürgerinitiativen, mit Wissenschaftlern der dortigen Elite-Universität Stanford gesprochen, die sich natürlich auch mit neuen Technologien sehr intensiv beschäftigt haben und so. Ich habe auch zum Beispiel den jungen Steve Jobs getroffen, der gerade seine Apple-Firma da in der Garage gegründet hatte und so weiter. Das ist ja sozusagen Gott. Also, oder wurde dann da wussten wir beide noch nicht, was aus ihm werden würde, was aus mir werden würde und so. Ich bin da als sozusagen naiver, fragender Mensch da durchgelaufen. Ja. Habe allerdings dann eben auch schon ein Mikrofon dabei gehabt und
habe dann aus den Einblicken, die ich da gewonnen habe, eben meine ersten Rundfunksendungen gemacht. Ah ja, mhm. Also interessant vielleicht noch, also wichtige Angaben habe ich damals von Feuerwehrleuten bekommen. Ach, guck. Ja, weil nämlich, ne, das war natürlich auch für mich völlig neu und da habe ich gestaunt und so weiter. Ne, aber es war eigentlich dann ganz logisch, weil nämlich, ne, da gab es keinerlei Umweltgesetze oder so. Und ne, da, aber wie ich dann da lernen musste, für die Produktion der Chips wurden unheimlich viele Chemikalien verwandt. Ach, guck. Mhm. Und dafür gab es aber gar keine Vorschriften der Entsorgung. Und dann wurden diese Chemikalien irgendwo abgeleitet und so weiter. Mhm. Gut, das war ja auch ein neuer Produktionszweig. Also ich meine, erstmal muss der Gesetzgeber wissen. Und an den Arbeitsplätzen gab es keine richtigen Gesundheitsvorsorgemaßnahmen. Und das war auch deswegen gar nicht so, schien sozusagen den Arbeitgebern nicht so notwendig, weil, ne, das habe ich dann auch gestaunt, viele dieser Chip-Arbeiter und Arbeiterinnen waren Flüchtlinge aus Mexiko oder das waren Boat People aus Vietnam und so weiter. Ach, ne, die froh waren, wenn sie überhaupt eine Arbeit bekommen haben und so weiter. Ne, und dann habe ich, und die Feuerwehrleute haben mir dann gesagt, wenn wir Bränden gerufen werden, wenn die Chemikalien brennen, dann wissen wir gar nicht, was sind da für Chemikalien drin. Wie sollen wir das löschen? Genau, ja? Weil man braucht für jedes Feuer, also auslösende spezielle Löschmittel. Ja, und das wurde alles geheim gehalten von den Firmen und so weiter. Mhm. Und es war umweltmäßig nicht geregelt und so. Mhm. Oder ich habe mich dann zum Beispiel auch mit Ärzten unterhalten, die darauf gestoßen sind, dass da typische Berufskrankheiten entstanden bei diesen Mexikanerinnen und Thailänderinnen und so weiter. Mhm. Und ich habe mich mit Gewerkschaftern unterhalten, die Arbeitsverhältnisse und so haben da vermehrt Frauen gearbeitet? Ja, sehr viele Frauen gearbeitet. Ja, ja. Also weil das so eine Fusselarbeit ist wahrscheinlich, ist das so ein Gefummel? Das ist natürlich auch die Chips, die heute natürlich noch viel kleiner sind, die waren damals auch schon sehr klein. Mhm. Und, ne, und die hatten dann auch mehrere Schichten, 3, 4, 5, 6, 7 Schichten, wo dann immer zwischendurch mit Chemikalien gesäubert werden musste und so. Mhm. Und, aber die Frauen waren natürlich auch billiger. Ja, und viele, die waren dadurch erpressbar, das ist ja durchaus eine heutige Situation in den USA dort auch, weil sie illegal eingereist waren. Ach so. Und naja, das habe ich alles mit großer Erstaunen, Verwunderung, aber Neugier und so und da aufgenommen und habe dann meine Rechercheergebnisse und Mikrofonaufnahmen und so weiter, damals dann noch auf sehr altertümlichen Aufnahmegeräten und so weiter. Kassettenrekorder wahrscheinlich, ja, sowas, ne? Ne, das habe ich dann sozusagen mit nach Deutschland gebracht und habe dann da angefangen, meine ersten Rundfunksendungen zu machen, die damals Deutschlandfunk, Westdeutscher Rundfunk, Südwestrundfunk und so weiter, also sehr gerne genommen worden sind. Mhm. Damit hatte sich bis dahin noch niemand auseinandergesetzt. Mhm. Da hat man sozusagen den Versprechungen geglaubt, neue, saubere Technologien und so weiter. Mhm. Und das war sozusagen mein Einstieg in den Journalismus. Mhm. Und naja, und von daher haben sich dann die Themen sozusagen irgendwie weiter gesponnen. Mhm. Und aber ne, jetzt in Bezug auf die heutige Situation. Damals war es für unser einen, ne, der solche gegen den Mainstream gerichteten Darstellungen gemacht hat, ne, da konnte man in den öffentlich-rechtlichen Sendern, da konnte man noch, das konnte man sich noch ausbreiten. Da konnte ich auch eine ganze Stunde Sendung machen, zum Beispiel. Mhm. Ja, die dann auch in anderen Sendern übernommen worden sind und so. Mhm. Und das hielt sich dann auch noch bis in die 1990er Jahre und so. Mhm. Ja. Ja, eine weitere Station meines publizistischen Tuns war dann in den 90er Jahren
Ich hatte ja, wie vorhin schon erwähnt, eine feste Stellung in einem Kölner Verlag, wo ich aber relativ Freiheiten hatte, nebenbei noch auch eben im Rundfunk zu arbeiten. Aber da wurde ich 1990 arbeitslos, der Verlag ging pleite und ich musste mich selbstständig machen. Und das habe ich dann irgendwie geschafft, auch deswegen, auch im Unterschied zu heute, weil damals die Gelder für Arbeitslose noch sehr viel günstiger, höher Höher waren, und ja. auch länger gewährt worden sind. Ja? Ja. Dadurch hatte ich aufgrund meiner vorherigen 15-jährigen Angestellten-Tätigkeit sozusagen eine Vergleich zu heute vergleichsweise unheimlich gute Übergangszeit, und was heute so nicht mehr möglich wäre. Ja? Das heißt, du warst abgesichert, um den Start in die Selbstständigkeit Ja. ohne große finanzielle Blessuren Ja, zu ja. überstehen. Ne, also So. ich konnte dann, wenn ich zum Beispiel einen Auftrag hatte beim WDR, konnte ich dann die Arbeitslosenzahlung für 4 Wochen oder so, 2 Monate unterbrechen und da wurde das hinten angehängt und so Ach so. konnte ich mir auch mit einer höheren Arbeitslosengeldzahlung, als das heute der Fall wäre, ne, und auch über einen längeren Zeitraum, sozusagen fast 3 Jahre, so eine Übergangszeit hinbauen. Und man weiß das ja, also wenn man eine Firma gründet, dann ist die ja nicht von jetzt auf gleich erfolgreich. Naja. Und mit der Selbstvermarktung ist das natürlich Ja. genauso. Und dann hattest du sozusagen wirklich ein gutes Mittel, Ja. um dir einen Namen zu Ja. machen, weil Und ich darum hatte geht's. natürlich auch Glück. Ich meine, andere in vergleichbaren Situationen, die hatten jetzt nicht so viel Glück, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich hatte das. Weil ich dann eben 1990 arbeitslos wurde, musste ich mich dann sozusagen verstärkt um Selbst. eine selbstständige Tätigkeit umsehen, die jetzt keine Nebentätigkeit mehr war, sondern meine Haupttätigkeit sein musste. Da bin ich dann aus irgendwelchen Gründen die Kölner Kommunalpolitik geraten, auch mit einer Bürgerinitiative, die sich damals gegen so eine neue Welle von Privatisierung gewendet hat, nämlich das sollte, wie auch in anderen Großstädten, eine neue Müllverbrennungsanlage gebaut werden. Also sollte der Müll verbrannt werden, auch entgegen dem, was damals in einer noch viel stärkeren Umweltbewegung eigentlich gefordert wurde. Damals gab es 1990er Jahre noch eine starke Umweltbewegung im Unterschied zu heute. Ne? Da war ja die Müllverbrennung sozusagen Ich weiß, das war ein ne? absolutes, das ging gar nicht, Das, ja. es ging um Müllvermeidung und Recycling und so. Da waren auch die Grünen sehr Ja, stark. da waren Also die die, waren. damals ne, waren die Grünen, ne? Ja. Aber die Mehrheit im Kölner Stadtrat, die Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister, Oberstadtdirektor, die wollten unbedingt erstens mal diese Müllverbrennung haben. Und zweitens mal sollte das aber auch gleichzeitig eine private Gesellschaft sein, die die Stadt Köln zusammen mit dem Energiekonzern RWE Ach so. gegründet hat, gründen wollte und dann auch gegründet hat. Also schon eine öffentlich-private Ja, Partnerschaft ne? sozusagen. Oh, dann Dagegen gab es damals eine sehr große Bürgerinitiative. Wir haben 50.000 Unterschriften gesammelt, es gab dann Bürgerentscheid und so weiter. Und da bin ich dann sozusagen in Kölner Kommunalpolitik reingeraten. Und das war dann über fast ein Jahrzehnt in den 1990er Jahren so ein Hauptthema für mich. Ne? Und da ist dann zum Beispiel dieses eine Buch Colonia Corrupta entstanden, wo ich dann Veröffentlichungen aus den 1990er Jahren gesammelt habe. Die sind zuerst immer in der damals noch kritischen Kölner Stadtrevue, so einem Stadtmagazin, erschienen.
Und die habe ich dann nachher in diesem Buch sozusagen zusammengefasst. Ne, und da bin ich drauf gestoßen, welchen Einfluss, wie bei der Müllverbrennung zum Beispiel, eben dieser Energiekonzern RWE in der Stadt Köln hatte. Mhm. Ne, weil der hat sich dann zum Beispiel auch in die Kölner Stadtwerke eingekauft. Mhm. Ja? Ach so, ja, ne? Okay. Und da bin ich eben drauf gestoßen, wie sich zum Beispiel der Baukonzern Hochtief auch durch Bestechungsgelder Aufträge verschafft hat, Tiefgaragenbau und so weiter. Mhm. Ja. Und ein größeres Thema waren dann so andere Privatisierungsprojekte. Köln Arena hieß eines, ja, so eine große Veranstaltungshalle, mhm, in Kombination mit einem neuen Kölner Rathaus. Aha. Ja, mhm. Und das war aber auch so ein Privatisierungsprojekt. Mhm. Ne, da wurde die Kölner alteingesessene Bank Sal Oppenheim, mhm, damit beauftragt, beziehungsweise die hat so einen Fonds gegründet mit reichen Anlegern. Das ist eine private Bank, ne? Ja, ja, das ist eine Privatbank, mhm, klar, traditionsreich, 200 Jahre alt und, mhm, so weiter. Mhm. Die wurde damals dann auch zur größten Privatbank Europas und, mhm, so. Mhm. Ne, und die hat dann eben so Fonds gegründet, um für die Stadt Köln eben diese Veranstaltungshalle und das neue Rathaus zu bauen und die auch für 30 Jahre lang zu betreiben. Das läuft also jetzt noch bis zum Jahr 2028. Ach, ne? Und da habe ich mir zum Beispiel dann eben den Mietvertrag mit seinen kleinen Klauseln und so weiter, mhm, angeguckt, mhm, ne? Und wie sich das dann rausstellte, ganz ungünstig für die Stadt Köln. Mhm. Völlig überhöhte Miete und so, mhm, und Verpflichtungen für Reparaturen, die der Investor nicht übernommen hat. Ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Also der sozusagen der Vertragspartner der Stadt Köln war direkt die Bank. Ja, die Bank hat dann mit einem anderen Investor noch zusammen eine Holding gegründet. Ach so. Esch-Oppenheim Holding hieß die. Ach so. Ja. Aber er war schon eigentlich schon die Vertragspartner, ja, ja, von, ja, Köln. Ja. Oh, ja, ja. Hat mich jetzt gewundert. Na, ja. Und die haben dann vermögende Leute eingeladen, in diesen Fonds einzuzahlen. Mhm. Und das war natürlich damit verbunden, dass die Bank, die dann also diese Köln Arena Veranstaltungshalle und das Kölner Rathaus dann gebaut und für 30 Jahre betreiben sollte, dass die ihren reichen Anlegern natürlich Gewinne, Ausschüttungen versprochen hat. Ja, sonst würden sie es ja nicht machen. Ne? Ja, eben. Und so kam das dann eben, dass, mhm, die Miete völlig überhöht war, dass die Verpflichtungen, mhm, der Stadt, die sozusagen im Unterschied zu einem normalen Mietverhältnis, ne, da muss ja der Bauherr oder der Eigentümer des Hauses oder der Wohnung muss ja für die wichtigen Reparaturen aufkommen. Weiß man ja von der Mietwohnung. Weiß jeder, der irgendwo in der Mietwohnung wohnt, eine Mietwohnung, ne, der, hat. Ne, aber da war es andersrum. Ne, da, mhm, hat sich die Stadt verpflichtet, selber die Reparaturen zu übernehmen. Mhm. Ja, und so weiter und so fort. Also, mhm, ne, und das habe ich dann alles da rausgefunden und so weiter, mhm, und veröffentlicht in dieser Kölner Stadtrevue, in diesem Stadtmagazin. Mhm. Und weil ich da natürlich dann auch die Rolle des Kölner Oberbürgermeisters und des Oberstadtdirektors und so weiter, ja, beleuchtet habe, ne, habe ich dann da diese Verleumdungsklagen bekommen. Mhm. Ne, und auch die Bank Oppenheim, die hat also insgesamt 20 gerichtliche Verfahren gegen mich da losgelassen. Mhm. Ne, die hat irgendeiner Berliner Medienkanzlei so einen Pauschalauftrag gegeben, jetzt macht in Rügemer fertig. Okay. Ne? Mhm. Es und ist so. Ihnen Gott sei Dank nicht gelungen, sonst würdest du nämlich nicht hier neben mir, ja, sitzen. Ja, wobei bei den ersten Verleumdungsklagen, da, mhm, habe ich schon geschluckt, war ja für mich neu. Ja, ja. Ne? Ja, ja, na klar, ne? Und dann standen da so zum Beispiel, ja, Streitwert 250.000 D-Mark damals. Donnerwetter. Mein Gott, da bin ich erst mal erschrocken. Ja, ja? Ist ja klar. Und aber ich habe dann gemerkt, dass das auch halt so ein Geschäft ist, mhm, diese öffentlich dargestellten Persönlichkeiten mit ihren zum Teil ja Selbstbereicherungspraktiken, mhm, die
wollen ihrem Publikum oder der Öffentlichkeit erstmal zeigen, wir machen was gegen diesen Verleumder, der hat sowieso nicht recht, Quatsch. Mhm. Ne? Mhm. Und dann kriegen die erstmal ihre einstweilige Verfügung durch und so. Und wenn ich mich dann gegen jede dieser einstweiligen Verfügungen und gerichtlichen Klagen und so weiter dann gewehrt habe und dann am Ende immer recht bekommen habe, dann hat das aber 2-3 Jahre gedauert. Ja, und dann hat niemand mehr darüber berichtet. Ja, über auch den, nicht über das Ergebnis dieser? Nicht mehr über das Ergebnis. Oh, ne? Ja, das ist natürlich nicht gerade sehr nett. Ja, ne? Also, ne? Weil, und ich hatte dann auch das Glück, dass dann mit Hilfe einer Organisation, wo ich damals Mitglied war, Business Crime Control hieß die, wurde so ein Solidaritätskonto gegründet und da sind dann doch einige tausend D-Mark eingekommen und da konnte ich dann die ersten Kosten auch dann... Weil das geht ja ins Geld. Also ja, wenn du verlierst, dann musst du ja erstmal die Gerichtsgebühren zahlen, du musst die Gebühren des Anwaltes der Gegenseite zahlen, du musst den eigenen Anwalt bezahlen. Du bekommst dann, wenn du dann Recht bekommst in der zweiten oder dritten Instanz, zwar das alles wieder rückerstattet. Ja, aber erstmal muss man es vorher haben. Ja, ne? Und bei solchen Medienverfahren bekommst du nie hundertprozentig Recht. Ne, dann wird dann doch, ne, dann wird vielleicht 60% okay. oder so, kommt da wieder zurück, aber auf irgendeinem Teil bleibst du trotzdem hängen. Okay. Ja? Ja, dann hast du ein Buch geschrieben über diese Bank, also Saal Oppenheim. Ja, ja, ich habe dann meine Erfahrungen mit dieser Bank Oppenheim, die ja dann in der Stadt Köln sozusagen ne, ein korruptives, komplizenhaftes Verhältnis hatte. Auch mit dem damaligen Oberstadtdirektor. Ne, das habe ich dann in diesem Buch dann zusammengefasst, der Bankier. Und das heißt ja im Untertitel ungebetener Nachruf auf einen auf Alfred von Oppenheim. Ne, ungebeten bedeutet, zufällig starb dann dieser langjährige Chef dieser Bank Oppenheim, unter dem alle diese Privatisierungsprojekte durchgeführt worden sind in der Stadt Köln. Und der wurde dann nicht nur in den Kölner Medien, sondern auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Welt. Also und, über den, ne, über Köln hinaus. Der war ja sozusagen der bekannteste Privatbankier, ne, sozusagen alter Schule noch. Ne, der wurde da riesen gelobt und seitenlange Todesanzeigen und so weiter. Ne, und da dachte ich, muss ich einen Nachruf schreiben. Und dann habe ich diesen ungebetenen Nachruf geschrieben. Das war die. Ne? Und habe dann also auch die Geschichte der Bank seit der Gründung und auch in der komplizierten Phase der Nazizeit und so weiter aufgerollt. Und da kamen dann eben diese 2 Dutzend Gerichtsverfahren. Ja, weil ich weiß nämlich, also ich selbst habe das Buch, bevor ich dich überhaupt kennengelernt hatte, gekauft. Ah, ja. Und ich zeige das mal so in die Kamera. Da gibt es dann halt Schwärzungen und das hat mich so irritiert, weil ich gedacht habe, ey, wir haben Meinungsfreiheit, wir leben in der Demokratie. Sowas habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ja. Also ein geschwärztes Buch in Deutschland von einem deutschen Autor über eine Sache, die auch, also über das Bankhaus, was auch in Deutschland war. Und ich habe immer gedacht, ja, das passiert in irgendwelchen, was weiß ich, für komischen Staaten, aber nicht in Deutschland. Ja, ja. Ich war damals noch etwas anders. Ja, für mich war das auch neu. Ja. Ja, aber ja, auch bis heute muss also das Buch in dieser geschwärzten Form erscheinen. Ja, gut. Aber wobei ich die Erfahrung gemacht habe, wie auch in anderen Fällen, die Hauptaussagen, die können nicht bestritten werden. Und die klammern sich an Nebenfragen fest. Ja? Okay. Also ich hatte zum Beispiel geschrieben, der Bankier Alfred von Oppenheim ist in Paris gestorben. Es war nur eine Nebenbemerkung sozusagen in der Einleitung, um zu begründen, warum ich das überhaupt schreibe. Ja. Und ja, und da haben die also einen riesen Donnerwetter drum gemacht, haben das verbieten lassen. Ja? Ist er in Paris gestorben? Ja, ne, sondern die haben gesagt, es sei in Köln gestorben. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe das ja nur aus den Medien übernommen, da die Welt und so weiter, die hat es geschrieben, der sei in Paris gestorben. Und das habe ich jetzt als unproblematisch angesehen, habe es halt auch
jetzt übernommen. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch bei der Redaktion der Welt, als es dann Gerichtsverfahren war, angefragt, haben die gesagt, ja, das haben wir von unserer Pariser Korrespondentin übernommen, ja, kein Problem. Wir sind auch nicht verklagt worden deshalb oder ach, so. Guck an. Ne? Also die Ursache, ne? Wurde einfach. Ne? Aber bei mir haben die halt gesucht, wo können wir den packen, ja. Ja, okay. Und dann haben die solche Kinkerlitzchen da. Ne? Mhm. Und deswegen ist es mir jetzt auch egal, ob diese Schwärzungen weiter sind, weil alle wichtigen Sachen, ja, wie die, also die Stadt Köln über den Tisch gezogen haben und so weiter, oder was die sonst für Geschäfte gemacht, Aktiengeschäfte international und so weiter und bei der in der Vorphase der Finanzkrise da mitgemacht haben und so, ne, das ist alles stehen geblieben. Also, ja, und dann ging es ja weiter. Du hast, also wir haben das jetzt nicht chronologisch sortiert, sondern so, wie wir darüber reden wollen. Dann hast du ein Buch geschrieben über das Arbeitsunrecht und professionelle Gewerkschaftsbekämpfung. Das heißt Die Fertigmacher. Und ich habe das Buch mir auch gekauft, weil ich und auch gelesen. Und ich muss sagen, manches konnte ich da durchaus nachvollziehen, aus ja, einfach Erfahrungen, auch von anderen Gesprächen, also was mir Leute so eben erzählen und so. Ja, finde ich auch ein sehr lesenswertes Buch. Und dann, ich glaube, eins der neueren Bücher ist Bis diese Freiheit die Welt erleuchtet, gell? Das war so eines der... Ja, dieses Buch Bis diese Freiheit die Welt erleuchtet, das ist zwar jetzt in diesem Jahr erschienen, aber es ist eine Sammlung von ausgewählten Veröffentlichungen aus 30 Jahren. Ah, ja. Seit 1984. Mhm. Ja, ich, ne? Weil, und das hängt jetzt auch mit unserem Thema zusammen. Ja. Ne? Ich habe da Veröffentlichungen zusammengestellt, die zum Beispiel Texte von Sendungen aus dem Westdeutschen Rundfunk, wo man wahrscheinlich heute staunen würde, dass damals solche kritischen Texte im WDR gesendet werden konnten. Mhm. Ja? Mhm. Zum Beispiel habe ich, ne, da gab es Sendeplätze, die dann in der Zwischenzeit ganz verschwunden sind. Mhm. Ja? Zum Beispiel gab es da eine Sendereihe, die hieß Kommentare zur Zeit. Ach so. Mhm. Ja. Und ne, da konnte man so Essays machen, 20 Minuten lang und so. Und da habe ich öfter Sendungen gemacht. Mhm. Zum Beispiel auch schon über die widerrechtliche Behandlung von abhängig Beschäftigten. Mhm. Wo die Arbeitgeber gegen geltende Gesetze verstoßen und ne, also damals schon. Mhm. Und oder ich habe zum Beispiel kritisiert damals aus Anlass des Folterlagers in Guantanamo, ja, dass also die USA zwar ein bisschen kritisiert werden von sonstigen westlichen Staaten, Regierungen, Medien und so weiter, aber eigentlich nicht wirklich. Mhm. Aber ich habe das damit verglichen, wenn zum Beispiel Russland, ja, in einem anderen Staat ein solches Lager unterhalten würden. Mhm. Was würde da für eine Kritik auf Russland einprasseln? Mhm. Unvergleichbar mit dem nachsichtigen Kritisieren der USA. Mhm. Ja? Also es ist natürlich, diese Kritik wäre voll berechtigt. Man muss sich fragen, warum die USA, warum die Kritik da nicht über sie hineinprasselt in all dieser, gerade jetzt, wo wir wissen, was dort alles passiert. Ja, und ne, also das bestand damals ja schon mehrere Jahre und es gab ja die Forderung. Ne, und außerdem, was viele Leute nicht wissen, der ja sowieso schon unrechtmäßig entstandene Pachtvertrag mit Kuba,
Ne, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, ne, wo die USA ja Kuba überfallen haben und eine Diktatur eingerichtet haben und diesen Pachtvertrag aufgezwungen haben, dass ihnen Guantanamo gehört zur freien Verfügung. Dieser 100-jährige Vertrag ist ja schon längst ausgelaufen. Ach, ja? Mich hat das immer gewundert, wieso mal in einem anderen Land so eine Anstalt, wenn ich es mal so nennen will, betreiben kann. Ne, das heißt die USA haben sogar den von ihnen selbst formulierten Pachtvertrag mit Kuba gebrochen und halten sozusagen ein Territorium in einem fremden Staat gegen jegliches Gesetz besetzt. Und betreiben da auch noch ein Folterlager. Mensch. Ne? Also solche Dinge, die konnte ich damals im WDR in Sendungen sozusagen darstellen. Das wäre heute sicherlich nicht so leicht oder gar nicht mehr möglich. Ich hab's noch nie gehört. Mich hat es immer nur gewundert, wie man das wäre ja genauso, als würde hier jetzt in Deutschland jemand sagen, okay, meinetwegen, was weiß ich, Landstuhl oder sonst was, wird zu einem Gefangenenlager oder so. Also das ist sehr unvorstellbar. Ja. Ja. Okay. Naja, weil ich damals zum Beispiel im WDR solche Sendungen machen konnte, die aber heute so nicht mehr möglich wären. Ne, deswegen habe ich dann solche Texte, die dann auch aus dem Internet verschwunden sind, die sonst nirgendwo mehr greifbar sind. Und deswegen habe ich dann solche Texte zum Beispiel hier zusammengefasst, weil es eben... Und das gehört zu dieser Entwicklung, in der wir sozusagen mittendrin sind seit längerer Zeit, dass bestimmte Sendeplätze völlig verschwunden sind. Ja, zum Beispiel ein Sendeplatz im Westdeutschen Rundfunk, der hieß Kritisches Tagebuch. Da war an jedem Werktag eine halbe Stunde. Und da habe ich oft Sendungen gemacht. Die ist sozusagen im Zuge von Programmreformen verschwunden. Ja, die gibt es gar nicht mehr. Ne, oder dieser andere Sendeplatz, den ich vorhin genannt habe, wo ich zum Beispiel diesen Guantanamo-Text da gemacht habe, Gedanken zu sein, ist einfach weg, rationalisiert worden. Ich muss sagen, Internet ist eine ganz tolle Sache, gar keine Frage. Aber man muss fragen, wem gehört es? Ne? Wem gehört das Internet? Und diese Links, das ist mir schon selber passiert. Also wenn ich auf Links gedrückt habe, wo ich was nachlesen wollte, was vielleicht schon nicht mehr ganz so aktuell war, aber einfach, wo ich nochmal nachgucken wollte. Dann ist das verschwunden. Also die Quelle, wenn der Autor oder die Autorin entzieht oder die Gesellschaft, wer es auch immer veröffentlicht hat, dann kannst du damit, dann ist es weg und dann ist es wie, als wäre es nie da gewesen. Und da muss ich sagen, da lobe ich mir wirklich mein Papier, weil kann man nicht verfälschen, man kann es nicht verschwinden lassen einfach, weil es in meinem Bücherregal, ich habe sehr viele Bücher, dann habe ich die. Ja, ja. Und ja, da bin ich vielleicht altmodisch, aber ich denke... Das ist ja heute auch so, im Internet können zum Beispiel heutige Rundfunk- und Fernsehanstalten, kritische Texte, die dann doch irgendwo noch mal so durchflutschen. Das gibt's ja auch. Also ich will ja nicht sagen, dass es nie... Moment, ich will was anderes sagen. Ja, pardon. Nein, da gibt's aber die Möglichkeit, dass Sie die anschließend aus der Internetpräsentation rausnehmen. Das ist mir selber passiert. Meine letzte Sendung, die ich im Westdeutschen Rundfunk gemacht habe, 2005 war das, das große Schweigen hieß das. Da ging es um das Zudecken der Korruptionsfälle bei Privatisierungen in einer Ruhrgebietsstadt. Da hat sich dann ein Staatssekretär aus der Landesregierung beschwert und die Oberbürgermeisterin dieser betreffenden Stadt, Mülheim an der Ruhr. Und dann hat aber der Westdeutsche Rundfunk nicht mich unterstützt, sondern hat gesagt, ja gut, dann nehmen wir diesen Text aus dem Internet raus.
Das heißt, niemand, dann gab es zwar viele Beschwerden von Hörern, weil das eine sehr viel gehörte Sendung gewesen ist, aber der WDR hat sich sturgestellt und bis heute ist dieser Text verschwunden aus dem Internet. Mhm. Ja? Mhm. Sehr bedenklich, ja. Also die vierte Gewalt. Ja, also ja, wie man die Presse ja auch zu Recht nennt. Also ne, das und, ist ja ein ganz wichtiges. Und in dieser Entwicklung stehen wir drin. Mhm. Ja, und viele Menschen haben das nicht so richtig mitgekriegt, weil das, wie viele sogenannte Reformen in Deutschland, ganz, ganz langsam geht. Ja, also diese Veränderungen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ne, das ist ein Prozess, der hat, ne, so wie meine Erfahrung, ne, die ich als Autor ja ganz nah mitgekriegt habe, ne, die hat so etwa 1990 begonnen, hat sich aber, ne, das Scheibchen Salami-Taktik-mäßig hat sich das, zieht sich das bis heute weiterhin. Ja. Also ich habe ja in unserer Vorbesprechung auch gesagt, also wenn man heute sich mal die Tagesschau anschaut und schaut mal ARD Alpha vor 20 Jahren, beispielsweise wie Dagmar Berghoff die Nachrichten vorliest, die Art, wie das formuliert war, also völlig neutral, durchaus auch längere Sätze, komplexere Texte, ohne den Kommentar so schon reinzuschieben, sondern es wurde wirklich sachlich berichtet. Also mir fällt das richtig auf. Ah, ja. Und wir haben schon in der Schule gelernt, was ein Kommentar ist und was eine Berichterstattung, eine sachliche Berichterstattung ist. Und da muss ich sagen, das fällt mir sehr schwer, das zu unterscheiden. Also früher hat man sogar noch Kommentar über in der Tageszeitung, also Kommentar. Aber wenn man heute die Texte liest, die eigentlich sachlich informativ sein sollen, ohne eigene Meinung des Autors, da fällt einem das schon schwer. Also in der Schule wären die bei uns nicht weit gekommen. Aber gut, du hast auch ein Buch geschrieben, Privatisierung in Deutschland. Wir haben uns ja jetzt auch gerade darüber unterhalten. Wir haben uns auch in einer anderen Sendung bereits darüber unterhalten. Du hast das zusammengefasst in diesem Buch, also eine Bilanz der Privatisierung in Deutschland. Da sind so alle möglichen Teile drauf, Telefon, Wasserhahn und Post natürlich. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Diese Bücher, ich meine, das ist das Westfälische Dampfboot als Verlag, der also diese Bücher herausgibt von dir, also natürlich auch andere Verlage, aber auch eben auch das Westfälische Dampfboot. Wie viele Menschen stoßen da drauf? Also es wird nicht so unbedingt, also wenn die Buchmesse ist, da werden ja bestimmte Bücher groß angekündigt und die besprochen und oft im Fernsehen auch, in bestimmten Sendungen dann. Sowas weiß ich jetzt nicht. Hast du sowas schon mal erlebt, dass so ein Buch auch in der Weise... Nein. Nein, in den großen Medien sozusagen werden meine Bücher nicht überhaupt besprochen oder so. Okay. Ne, also mein Bestseller ist dieses Colonia Corrupta, ne, in der achten Auflage. Ne, das in diesem kleinen Verlag, Westfälisches Dampfboot in Münster, aber das lebt sozusagen nur von der Mund-zu-Mund-Propaganda. In keinem der Leitmedien, die also für Buchbesprechungen sozusagen entscheidend sind, die Zeit, die FAZ und die Süddeutsche Zeitung und so weiter, ne, da ist das nie erwähnt worden. Ja. Das ist vielleicht mal eine Anregung, auch mal für die Leute, die damit zu tun haben, da auch mal ein bisschen drauf zu schauen. Also ich meine, vielleicht ist es Absicht. Ich unterstelle den Leuten, vielleicht wissen sie es auch nicht besser, aber wäre ja mal interessant. Und ich glaube, auch die Glaubwürdigkeit würde damit steigen. Also die Presse würde sich einen großen Gefallen tun, kritische Bücher oder Veröffentlichungen durchaus mehr in den Vordergrund zu schieben, weil dann würde auch gesehen werden.
Ja, Meinst du also nicht? unsere Medien und auch vor allem also die Feuilletons mit Buchbesprechungen und so, die verstehen sich eigentlich ja als kritisch. Ja, aber es gibt natürlich, sag mal, kritische Publizistik der verschiedensten Art. Ja, und eine kritische Publizistik wie ich oder was weiß ich, Dutzende, viele andere Autoren sie auch betreiben, also es gibt ja viele wie mich, das weiß aber die Öffentlichkeit gar nicht so Nein, woher genau. sollen Sie es wissen? Ja. Also, Sie können es nur dann wissen, wenn Sie es erfahren. Ja, gut, ne? Die meisten Leute wissen das gar nicht, dass es eigentlich eine wachsende Menge an sogenannter kritischer, investigativer oder so Publizistik gibt, die aber sich sozusagen in kleinen Verlagen präsentieren, nur präsentieren, im Wesentlichen nur präsentieren kann oder in Internetblogs oder in kleinen Zeitschriften oder kleineren Medien und so weiter. Aber das Ausmaß, also diese kritische Publizistik, würde ich sagen, die ist in den letzten Jahren, 10 Jahren oder wie man das veranschlagen will, das ist ja ein schleichender Übergang, ne, die ist die genauso gewachsen, wie die Leitmedien sich sozusagen in diese Entwicklung der Regierungs- und Investorenpropaganda sozusagen ganz eingeübt haben. Ne? Und aber auch in diese, sagen wir mal, Kriegspropaganda, die ja ne, also die wichtigen NATO-Einsätze. Ne, dass seit dem Jugoslawienkrieg, da hat also, sagen wir mal, die kritische Kriegsberichterstattung allmählich aufgehört. Im Nachhinein, wie beim Irakkrieg, da wird zwar ein bisschen herumgemäkelt, dass es ja doch irgendwie Keine Massenvernichtungswaffen gab und keine so. Massen, stimmt nicht und so. Und ja, im Irak sieht es heute auch nicht so schön aus und Chaos und Anschläge. Aber wie es wirklich im Irak aussieht, wie viele Tote und wie viele Flüchtlinge und was das Ergebnis der westlichen Politik ist, dass man nämlich von NATO, von USA, von den anderen westlichen Kriegsteilnehmern, dass man da ja gerade nicht die demokratische Opposition oder demokratische Oppositionsgruppen gefördert hat, sondern von vornherein ethnische Gruppen gefördert hat, religiöse Gruppen gefördert hat, weil die sozusagen der Strategie des Westens näher gestanden haben. Alles das wird heute nicht wirklich bilanziert. Ja? Und deswegen ne, diese Bilanzen, die unsereins macht, ja, die sozusagen faktengespickt ist und die, ne, Und Re Recherche, also ich meine, sowas schreibt man ja nicht einfach so, weil das einem im Kopf geht. Man muss einfach dahin fahren, muss sich ein Bild ja, machen und man muss nicht mal dahin fahren. Also es gibt heute so viele Quellen, also im Extremfall, ne, der Edward Snowden, der musste nicht in den Irak fahren, um diese Fakten Ja, offenzulegen, gut, die das beim stimmt. Geheimdienst sich gesammelt haben. Ja, gut, Ne? bei ihm ist es ja Gut, ne? zusammengebrochen. Aber es gibt zum Beispiel in den USA auch, ne, das weiß man hier auch fast nicht. Es gibt in den USA hunderte von kritischen, investigativen Autoren, die also so viel aufgedeckt haben, was in Afghanistan, was in Irak und so weiter wirklich passiert. Ja, du brauchst das nur aus den USA hierhin zu transportieren, ja, oder so viele kritische Blogs in den USA. Aber diese wichtigen Bücher, die in den USA erscheinen, die werden überhaupt nicht ins Deutsche übersetzt. Ja? Also ich nehme sehr viel, ne, übernehme ich von amerikanischen Autoren.
Und da gibt es Zusammenschlüsse kritischer Autoren in den USA und so. Und das weiß man hier aber alles gar nicht. Mhm. Ja? Und auch das gehört zu der Entwicklung der Leitmedien hier. Mhm. Ne? Also eigentlich die Zeit, die FAZ, die haben überall Korrespondenten, die haben Büros. Ja, die haben ein ganzes Netzwerk. Ne? Die ja, haben klar, Büros in den USA und so weiter. Ich vermute mal, dass die diese ganze kritische Publizistik in den USA genau kennen. Mhm. Ja? Die müssen da ja abchecken, also ne, was könnte was da auftauchen, ja, was ja, passiert klar. da und mhm. so, worauf ja. müssen wir das achten. Das ist ja ihr Job, das ne? ist ja auch ihr Job. Ne? Aber das ist mhm. ein so enges Filter, mhm. ja. Ja, das ist aber nicht sehr demokratieförderlich, nein, nein, ne? Das nein, kann man nicht sagen. Also, ne? Und sagen wir mal, ich würde gerne noch auf dieses Buch ja, kommen, über die Ratingagenturen. Ja, ja, das genau. ist auch so eine Erfahrung, mhm. die, glaube ich, sehr viel aussagt über die heutige Mediensituation. Mhm. Ne? Wir hatten ja 2008 die sogenannte Finanzkrise. Mhm. Ja? Mhm. Da waren die großen Banken, die sozusagen die großen Räder in den Vorjahren vor der Finanzkrise gedreht haben, mhm. ne, mit diesen Immobilienkrediten und so weiter, mhm. Die nicht zurückgezahlt werden konnten, aber als Wertpapiere weiterverkauft worden sind und so weiter. Mhm. Das ist sehr schön beschrieben in The Big Short. Das ist ein Film, ja, ja. Hollywood-Streifen. Ja, ja, da gibt es also viele also, sehr, sehr also kundige Veröffentlichungen, auch aus den USA, aber auch in Deutschland und so. Das weiß man, das ist also sehr genau beschrieben worden. Und damals, 2008, 2009, in den ersten zwei, drei Jahren, nach der Finanzkrise, wo man ja gesucht hat, wer waren die Verursacher, wo es dann klar war, ja, ne, Lehman Bank, Lehman Brothers, ja. Goldman Sachs, Deutsche Bank, alle haben an diesem großen Rad gedreht, was zu ihrer Insolvenz eigentlich geführt hat, aus der sie dann halt vom Staat überall gerettet worden sind. Und da... Bei der Deutschen Bank auch, das habe ich jetzt ja, ja, natürlich. Ja, okay, die ist nur gerettet worden, auch in den USA. Also ne, die Bankenrettung in den USA hat also der Deutschen Bank so 10 Milliarden gebracht. Mhm. Ja? Auch europäische Banken, die ja große Niederlassungen in den USA haben. Also Steuermittel eingebracht, meinst du jetzt? Also ich verstehe es jetzt nicht ganz. Was hat denn? Nein, also zum Beispiel, es gab in Deutschland eine Bank, die hieß IKB, mhm. Industriekreditbank ja, in Düsseldorf. Düsseldorf ja. Eine eigentlich relativ kleine Bank. Mhm. Ja? Ja, ja. Und die wollte aber von diesen Fantasie-Wertpapieren in den USA mit profitieren und hat von diesen ne, gebündelten Immobilienkrediten und so weiter, die zu Wertpapieren gemacht worden waren, auch von der Deutschen Bank, hat davon in Milliardenbeträgen solche Wertpapiere aus den USA gekauft, vermittelt durch die Deutsche Bank. Ach so. Und weil aber die kleine IKB-Bank nicht genügend Geld hatte, um diese vielen Wertpapiere zu kaufen, hat die Deutsche Bank diese Papiere ihr nicht nur vermittelt und verkauft, sondern dafür auch die Kredite gegeben, damit die IKB die kaufen konnte. Das heißt, eine Bank gibt einer Bank einen Kredit? Damit ja, ja gut. Also, dass Banken sich gegenseitig Kredit, das ist ja ganz normal. Okay, gut, ich bin anscheinend doch nicht so. Nein, nein, also ne, diese Bankenkrise, diese Finanzkrise, ne, die ist ja auch deswegen entstanden und deswegen war ja dieser bekannte Auslöser durch den Bankrott der Lehman Bank deswegen von so großer Bedeutung für das ganze Finanzsystem, weil alle Banken untereinander auch mit der Lehman Bank sozusagen sich gegenseitig Kredite gegeben haben. Ja, und die Lehman Brothers, also Lehman Bank, die wurde von den Ratingagenturen
ich glaube, 2 Wochen vor dem Crash noch mit AAA, also dreimal A, ja, gut, nicht, gerated. Aber jedenfalls als in Ordnung. Also jedenfalls als in Ordnung und nicht risikoreiches Invest oder ja. Bankhaus. Naja, jedenfalls nach der Finanzkrise war es auch in Europa, auch in der Bundesregierung, in der Europäischen Kommission klar, die Ratingagenturen sind Mitverursacher der Finanzkrise. Mhm. Die auch den Staaten viel Geld gekostet haben für die Bankenrettung. Mhm. Ne, da gibt es also richtig anklägerische Aussagen von Juncker, von Barroso, von Trichet, das war damals der Chef der Europäischen Zentralbank, ne, die alle angeklagt haben, diese Ratingagenturen, die muss man schließen, das ist ja unmöglich und so weiter. Mhm. Und da habe ich dann eingehakt und erstens mal, weil diese Kritik an den Ratingagenturen allmählich wieder verstummt ist und zweitens mal habe ich mich gefragt, ja warum, wie kam es denn, dass diese so wissenschaftlich, objektiv, professionell auftretenden Ratingagenturen diese maroden Wertpapiere der Lehman Bank und anderer Banken so gut bewertet haben, bis zuletzt. Habe ich mich gefragt, wieso kommt das eigentlich? Ja. Und es kommt ja dazu, dass gerade in den USA diese Ratingagenturen ja praktisch eine staatliche Funktion haben. Ja, die sind ja vom Staat beauftragt, ne, sozusagen als Wächter über das Kreditsystem zu wachen, ne, damit also keine unseriösen Kredite vergeben werden. Und die Europäische Union hat das ja, dieses Ratingsystem ja auch übernommen. Deswegen stehen ja zum Beispiel in den Statuten der Europäischen Zentralbank oder auch der deutschen Finanzaufsicht, BaFin heißt die, in den Statuten der europäischen Finanzaufsichtsbehörden steht überall drin, ihr müsst euch auch nach den Bewertungen der 3 amerikanischen Ratingagenturen richten. Die sagst du mal nochmal schnell. Standard & Poor's, Moody's und Fitch heißen die. Ja, genau. Ja? Das sind die 3 amerikanischen großen Ratingagenturen, die praktisch den Rating-Weltmarkt beherrschen. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass diese Ratingagenturen, die ja sogar noch im staatlichen Auftrag arbeiten, in den USA und in Europa, dass die bis zuletzt diese Falschbewertungen gemacht haben. Und damals haben ja also alle, auch bundesdeutschen Medien, ne, die haben über die Ratingagenturen geschimpft und der Spiegel. Ich kann mich da noch erinnern. Und, aber nirgendwo habe ich eine Erklärung gefunden, warum haben die Ratingagenturen so gehandelt. Und deswegen habe ich mich dann da dran gesetzt und habe im Wesentlichen eine Frage gestellt, die alle diese, unsere Leitmedien nicht gestellt haben. Nämlich, wer sind die Eigentümer dieser Ratingagenturen? Wem gehören die? Und dann war es für einen einzelnen Publizisten wie mich, ne, muss ich mal, der Spiegel, der hat 50 Rechercheure, die, und die haben Ressourcen und die haben Zeit und die können und Geld ausgeben und so weiter. Und die haben Archive, Zugänge, die ich nicht habe. Aber für mich war es kein großes Problem, in ein paar Monaten das zu rekonstruieren, wer sind die Eigentümer von Standard & Poor's und Moody's und Fitch. Ne, und das ganz einfache Ergebnis habe ich dann in diesem Buch dann eben auch festgehalten. Ne, die Banken und die Hedgefonds die Finanzakteure, die diese maroden Wertpapiere gehandelt, vermittelt, verkauft, kreditiert haben, die sind selbst Eigentümer dieser Ratingagenturen. Ja, das ist ja toll. Das heißt, die Ratingagenturen sind Teil, vereinfacht gesagt, der Wall Street und der Investmentbanken und dieser
Banken. Ja? Mhm. Und insofern war es klar, dass die natürlich im positiv, Interesse natürlich ihrer eigenen Eigentümer, ja, ne? Also ja, die Ratingagenturen, man könnte ja denken, das sind vielleicht irgendwie Behörden oder so. Ja. Nein, nein, das sind auch Aktiengesellschaften. Mhm. Ja? Und die Aktionäre sind eben BlackRock oder Goldman Sachs, mhm, oder die Allianzversicherung und so weiter. Mhm. Ja? Und naja, und dann habe ich eben dieses Buch veröffentlicht, da steht das alles drin. Mhm. Aber das wurde in den Leitmedien nicht aufgenommen. Es gab eine Rezension, allerdings mit einer Verspätung von einem halben Jahr, mhm, in der Süddeutschen Zeitung. Da wurde das Buch besprochen. Mhm. Aber ne, normalerweise, wenn man... Sollte sich doch jeder draufstürzen. Also ich weiß, ich verstehe ja das gar nicht. Ja. Das hat so viele Milliarden gekostet, ja, und viele Menschenleben nicht, ja, zu vergessen, weil letztlich, wir wissen ja, was mit Griechenland passiert. Ja, du hast, ne, mir und, gesagt, und, die haben und, eine... Die weitere Entwicklung war ja die, die habe ich dann auch weiter beschrieben. Ne, dann entstand ja in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament, in der Europäischen Kommission, mhm, die Absicht, um nicht weiter von diesen drei amerikanischen Ratingagenturen abhängig zu sein, brauchen wir eine europäische Ratingagentur. Ne, und dann gab es sogar den Beschluss im Europäischen Parlament, wir gründen jetzt eine europäische Ratingagentur. Ja, stimmt, das habe, ja, ich auch mal gehört. Ja, ja, genau, ne? Das war mal eine Zeit lang, aber davon habe ich nichts mehr gehört. Nein, genau, davon hast du nichts mehr gehört und sonst hat niemand, auch niemand mehr was davon gehört, genau, weil ne, dieser Beschluss, der war schon sozusagen mit einem Hintertürchen versehen. Okay. Nämlich, ne, der Beschluss hieß zwar, die Europäische Union soll eine eigene Ratingagentur gründen, aber, mhm, als Vorbereitung soll die Europäische Kommission eine sogenannte Machbarkeitsstudie erstellen. Für was? Für wie man eine europäische Ratingagentur gründen kann. Ne, und das war sozusagen das Begräbnis erster Klasse. Es war erstmal verhindert, dass man jetzt eine Agentur sofort gründet. Sofort eine Macht, ja. Ne, sondern die Europäische Kommission, die sowieso dagegen war, mhm, die soll jetzt eine Machbarkeitsstudie machen. Aha. Ne? Das dauert. Und ob da irgendjemand das mal gemacht hat, mhm, ob da jetzt irgendwas in der Schublade liegt oder ob die das sowieso gleich vergessen haben, mhm. Jedenfalls aus diesem Projekt wurde gar nichts. Okay, das heißt, wir haben keine und wir kriegen auch keine. Und weiter sind in allen Statuten der Europäischen Zentralbank, der deutschen, der französischen, der italienischen Finanzaufsicht, sind die drei bisherigen amerikanischen Ratingagenturen, Standard & Poor's, Moody's und Fitch, genannt, nach denen man sich richten muss. Zum Beispiel, wenn man die Bonität oder die sogenannte, mhm, Rückzahlungsfähigkeit, ja, eines EU-Mitgliedstaates wie Griechenland bewerten soll. Mhm. Ne, da guckt die Europäische Kommission nicht selbst, mhm, sondern da guckt die, wie bewerten Moody's und Standard & Poor's Griechenland. Mhm. Ja, und das wird für eine, ja, für ein ganzes Volk, nämlich für die Griechen und Griechen, ja, es ist ein Gruselkabinett. Ich, ja, habe Freundinnen, ja, und Freunde, ja, und, die da... Und auf diesen Zusammenhang, mhm, weist keines unserer Leitmedien hin. Mhm. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht sehen Sie diese Sendung und vielleicht machen Sie es jetzt einfach besser und anders. Das hoffen wir und wünschen wir uns sehr. Denn die vierte Gewalt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Also, und ja, leider geht so eine Stunde viel zu schnell zu Ende und wir hätten noch viel, viel länger darüber reden können, über so viele Dinge. Ja. Und ich bin mir sicher, liebes Publikum, Sie haben uns bestimmt genauso begeistert zugehört, wie ich beinahe dir zugehört habe, weil ich habe so viele neue Sachen kennen und gelernt. Ja, also ja, also ja. Wir lernen nie aus. Ich dachte aus. Schon, immer du bist doch schon so eine, ja, kenntnisreiche, aufgeklärte. Ja, aber auch ich lerne wirklich dazu. Also bestimmte Sachen waren mir so nicht klar.
Ich hoffe, liebes Publikum, für Sie zu Hause war das genauso aufschlussreich wie für mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine friedliche Zeit und eine gute Zeit und alles Gute bis zu unserer nächsten Sendung Gesellschaftsbarometer.